Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute spiele ich Minecraft und zeige euch, wie ihr eine automatische Tür bauen könnt, die halt zu ist und automatisch aufgeht. So eine Schiebetür oder so, wie ihr das aus Geschäften kennt, so ungefähr. Und das bauen wir jetzt einfach. Ihr setzt dafür Klebekolben hin. Ich habe das hin schon mal gebaut und mich verbaut, beziehungsweise scheiße gelabert. Denn vier Abstand, also hier sind 2, 3, 4, sind zu wenig. So, vier Abstand, macht ihr auch drei hoch. Ganz wichtig, ihr braucht diese Klebekolben, das Sticky Piston. Setzt ihr hinten einen Block ran, ist egal was das für ein Material ist, sollte nur den Block hier bepowern. Ich glaube Stein geht auch, ja Stein müsst, ja Stein geht auch locker. Geht ihr hier nach unten, baut es drei tief. Macht das so, jetzt macht ihr mir es einfach nach, so. 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 Genau so müsst ihr das nachbauen. Ja, eiskalt baue ich jetzt den Grundsteinblock hier ab. Okay, nicht genau so. Ich sag ja, ich fail in jeder Aufnahme. Ich mache 10.000 Aufnahmen hier und ich fail immer wieder. Das liegt so einfach in meiner Natur. So, dann setzt ihr, gucken, da habe ich jetzt den Block weggemacht. Mache ich jetzt einfach auf der Seite auch so. Sollte bei euch das so ungefähr aussehen. Das ist der erste Schritt. Denn seht ihr, wo ich jetzt hier noch zwei Blöcke gelassen habe. Bis dahin baut ihr jetzt runter, bis auf dieser Höhe. Ist jetzt am besten ab diesem Block zwei dahinter oder drei, ist euch überlassen, so gesehen. Ja, jetzt das markiere ich jetzt mal mit Wolle. Jetzt setzt ihr lässt rein theoretisch diesen Block da auf beiden Seiten, so, und hier unten denn ein Block rein, so. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, und wie soll das aufgehen? Ja, ihr nehmt Redstone, mache ich einfach mal beidseitig. Redstone Fackel, dann seht ihr, dass das zufährt. So, und jetzt kommt gleich noch dieser automatische Effekt rüber. Ihr setzt hier unten noch eine Fackel rein. Na klar, beidseitig und an diesem Block. Links und rechts. Also an diesen beiden Blöcken in diesem Gang so gesehen. Das verbindet ihn nun jetzt mit Redstone hier. So, dann sind die ausgefahren und hier verteilt ihr einfach Redstone drauf. So, jetzt müsst ihr euch noch einen Boden überlegen. Ich nehme jetzt mal einfach irgendeinen Boden. Ich nehme jetzt einfach mal Glas und keine Ahnung, diesen Stein hier. So, ich brauche noch Druckplatten, ich Trottel. Nehme ich jetzt einfach mal hier so eine Holzdruckplatte. Oder eine Steindruckplatte, ist eigentlich egal, was ihr nehmt, so. Muss, ist halt euch überlassen, so gesehen. Setzen hier einen Boden rein. So. Denn hier, was die Tür sein soll. Man muss nicht unbedingt Glas nehmen, man kann auch, na klar, auch Stein nehmen hier. Es geht so, geht genauso. Ich mache jetzt einfach mal, obwohl da eben Glas reingesetzt, dann lasse ich jetzt Stein. Setzt hier die Druckplatten drauf jeweils und voilà, hat hier eine Tür. Also wenn ihr jetzt rein theoretisch kommt, ihr sprintet, solltet ihr rechtzeitig aufgehen, dass ihr durchsprinten könnt und wieder zugeht. Und wenn ihr hier nur Druckplatten nimmt, also sprich die nur Spiele auslösen können, die hier hoher Gewicht, ich glaube die hier waren das, die silbernen oder die goldenen, ich weiß das nicht so genau, nimmt, dann können die nur Spiele auslösen und keine Tiere und Monster und so weiter. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein wenig geholfen mit meiner kleinen durcheinanderartigen Art. Ja, besser Leute, ciao.